Lichtgeschwindigkeit 160. Wir hören Jack Offenbachs Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen. Ich möchte gerne zum Berliner Manifest noch etwas sagen. Und dazu muss ich mal hier meinen großen Meister Jack Offenbacher aus Köln im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf abstellen und dazu sagen, das sind sich die Kölner in mancherlei Hinsicht gar nicht bewusst, was sie für einen Weltmeister mit Jack Offenbach hatten. Ein Deutscher, wenn man so will, preußischer Prägung, Jude aus Köln, Jack Offenbach, großer Operettenmeister mit aufklärerischen und emanzipatorischen Libretti, der Held und Superstar in Paris. Als Richard Wagner ärmlich ankam und ehrgeizig versuchte, auf die Bühne zu kommen, war Jacques Offenbach der große Meister. Und viele Melodien der heutigen Unterhaltungsmusik stammen unter anderem aus Jacques Offenbachs Erfindungsreichtum. Ein großartiger Komponist, Jacques Offenbach. Und jetzt aber zu meiner Berliner Manifestgeschichte. Die 10 Eckpunkte des Programmes haben einen sehr tief miteinander verwobenen Zusammenhang. Und ich habe hier mal versucht, nur noch um hinzuweisen auf das, was bei der zukünftigen Berliner Manifestdiskussion deutlicher wird. Wenn ich eine politische Idee, eine Wertsetzung, ein Ziel habe, ein Programm, dann hat das immer irgendwo Zusammenhänge. Und diese Zusammenhänge habe ich hier mal versucht darzustellen. Und zwar hier ist also sozusagen der Ort des Piraten, des Menschen in seinen Ligaturen mit seinen sozialen Bezügen. So, und der ist auf lokaler Ebene, wo er wohnt, ein Bürger, wo er seinen Personalausweis hat. In meinem Falle bin ich jetzt in Berlin. Lokal gebunden im Land, hier ist es Berlin, also Beispiel ein Kölner, der wäre in Köln und der wäre in Nordrhein-Westfalen, da ist Düsseldorf die Hauptstadt und dann wäre man im Bund, da bin ich hier auch in Berlin, das ist man dann in Nordrhein-Westfalen auch in Berlin. So, dann haben wir noch hier andere Ebenen, das ist die Europäische Union, die ist aber rechtlich nicht in vollwertiger Weise vorgeordnet und dann ist es auch die UNO, die mehr eine Art Absichtsgemeinschaft ist, als wirklich Rechtsbindung hat. Und dann ist es aber die ganze Weltgemeinschaft aller Menschen, egal ob sie einen Pass haben oder nicht, das ist die Menschheit und die Menschlichkeit. Und wir wollen schließlich doch auch Politik machen mit Blick auf die Menschen und mit Blick auf diese verschiedenen Organisationsformen doch immer nur im Dienste der Menschheit und nicht umgekehrt die Frage, wie kann ich die Menschheit solchen Entitäten unterwerfen. Jetzt habe ich auf der horizontalen, das ist also die vertikale, auf der horizontalen Ebene hier meinen Piraten. Dann habe ich den Piraten beim Staat, der Staatspirat sozusagen. Dann habe ich den als Unternehmer beim Markt, der Marktpirat. Dann habe ich den in Vereinen und Verbänden, unter anderem in der Piratenpartei, das ist der Vereinsmeier-Pirat. Und dann habe ich den Pirat privat zu Hause, wenn die Ehefrau mit dem Nudelholz hinter der Tür steht, weil der Pirat wieder zu lange Mate trinken war. Und dann gibt es außerdem auf dieser Ebene des Menschseins noch das Informelle, das Regellose, also wann jemand heimlich in der Nase bohrt, das ist nicht rechtlich geregelt. Wir haben hier Privat, Staat, Markt, Vereine und Verbände, Intermediäre und Privat. Auf allen Ebenen, lokal, Land, Bund, zum Beispiel auf internationaler Ebene nennt man die Intermediären dann Nichtregierungsorganisationen oder auch
Governmental Organizations, die sind meist nach dem Vereinsrecht oder nach dem Stiftungsrecht konstituiert rechtlich, aber sie sind ortsgebunden, entweder beim Ort, wo sie angemeldet sind, lokal, oder bei dem Land als Landesverband. Und dann gibt es also diese Gliederungen vom Ortsverband beim Deutschen Fußballverein, Landesfußballbund, Deutscher Fußballbund, FIFA, UEFA, Internationale und so weiter. Das gibt es quasi in allem und nirgends sind wir völlig frei. Das heißt, wenn wir uns etwas ausdenken politisch, müssen wir immer gucken, mit welchen Bedenken ist das ausgestattet, welche Regeln gibt es schon, welche Traditionen gibt es, welche Abhängigkeiten, welche Widerstände und so weiter und so fort. Ich wollte nochmal zeigen, so ein Aufriss eines Gesamtgesellschaftlichen durchzieht nun alles, was mit der Produktion zu tun hat, mit der Konsumtion zu tun hat, mit der Distribution von Gütern und von Wissen, was mit der Information und der Kommunikation darüber zu tun hat. Alle diese Bereiche, Produktion, Konsumtion und so weiter und so fort, sind wiederum teilweise staatlich, teilweise marktwirtschaftlich gemacht, teilweise in Vereinen und Verbänden, teilweise privat. Also ich kann auf der Wiese vom Reichstag Fußball spielen, ich kann aber auch in einen Verein gehen, ich kann auch in eine Aktiengesellschaft gehen, bei Borussia Dortmund als Angestellter oder Mitarbeiter. Und ich kann aber auch beim Militär, Staat, Fußball und Sport machen, Biathlon, Sport und so weiter. Und das kann ich wiederum bei den Vereinsmeisterschaften, bei den Landesmeisterschaften, bei den nationalen Meisterschaften, Welt- und Europameisterschaften und so weiter. Ich wollte nur sagen, ohne ein solches Beziehungsfeld in der Vorstellung, welche Bedingungen gibt es, und ohne Spezialisten für alle diese Dinge, kann ich in der Politik nicht mit gültigen Ideen und Vorschlägen kommen, das wird nichts. Und deshalb möchte ich sagen, wir müssen das Berliner Manifest nicht als ein Wissen von mir oder dir auffassen, sondern als unser Werkzeug, mit dem wir tätig werden können. Und da habe ich hier nochmal gezeigt, Platz ist in der kleinsten Hütte. Hier. Und eine kleine Barcarole, meine Antagonisten. Und liebe Piraten, Ahoi!